Hallo und herzlich willkommen am 35. Tag im Rahmen der 42 Tage Selbsterkenntnisreise. Wir bewegen uns langsam dem Ende zu. Und nachdem wir die letzten Tage behandelt haben, wie ja Leid sich hauptsächlich ausdrücken kann, auf welchen verschiedenen Ebenen, wollen wir jetzt natürlich noch zum Thema Leid uns anschauen, wie Leid verringert werden kann. Und das wird angezeigt durch die Freunde vom Saturn, unter anderem durch die Venus und den Merkur. Und es macht ganz, ganz viel Sinn, dass du dich, wenn du möchtest, dass dein Saturn besser funktioniert, eben auf seine Freunde fokussierst. Und selbst wenn seine Freunde in deinem Horoskop, mal angenommen, den Saturn überhaupt nicht beeinflussen sollten, dann tust du am besten einfach so, als ob sie beeinflussen würden. Also so oder so sind diese Informationen wichtig und du kannst sie immer nutzen, um dein Leid zu verringern. Mein Name ist Brunhilde Feiner. Ich bin deine Reisebegleiterin bei deiner Reise zu dir selbst anhand der vedischen Astrologie. Und das Thema des heutigen Tages habe ich schon verraten. Und so werden wir gleich einsteigen. Wie kann der Merkur dem Saturn helfen, das Leid zu verringern? Kurz, für was steht Saturn? Saturn steht für das Loslassen, für das Beenden, für das Abschließen, für Trennung. Er trennt uns von was trennt er uns? Er trennt uns von dem, was nicht mehr wichtig ist für uns. Natürlich, wir selbst sehen das oft nicht so. Gleichzeitig hat er aber einfach die Aufgabe, etwas zu einem Ende zu bringen, was für einen selbst, für die eigene Entwicklung, für das eigene Leben nicht mehr von Bedeutung ist, weil es zum Beispiel nicht mehr die Optionen liefert, die man braucht, um vorwärts zu kommen. Die Gründe können unterschiedlich sein und so hat Saturn die Aufgabe, das aus unserem Leben zu nehmen, was jetzt nicht mehr wichtig ist. Mit was haben die Menschen die meisten Probleme? Genau damit. Wir wollen nichts loslassen, wir wollen alles behalten, wir wollen nicht, dass sich etwas verändert, wir wollen nicht etwas oder Menschen verlieren. Und das macht ganz, 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 ganz große Probleme, je nachdem, ja, wie der Saturn auch anderweitig geschwächt wird. Zeigt sich dann auch dieses Leid des Nicht-Loslassen-Könnens auf unterschiedlichen Ebenen. Bei dem einen mental, bei dem anderen emotional, bei dem dritten energetisch oder bei einem vierten vielleicht sogar schon körperlich auf der physischen Ebene. Wer kann helfen, dass wir besser mit den Aufgaben von Saturn umgehen können? Das ist zum einen sein Freund, der Merkur. Der Merkur ist der Forscher. Der Merkur probiert so lange etwas aus, sucht so viele Lösungen, sucht nach so vielen Möglichkeiten, bis er das gefunden hat, was endlich für ihn die richtige Lösung ist. Und was für dich die richtige Lösung ist, muss nicht für mich die richtige Lösung sein oder für deinen Nachbarn oder für dein Kind oder für deinen Partner oder deine Partnerin. Sondern es geht wirklich nur um das, was du brauchst, die Information, die du brauchst, die Lösung, die du brauchst. Und damit du dort ankommst, wirst du vieles erkunden. Und dieser Erkundungsprozess beinhaltet automatisch, dass das, was nicht das Richtige für dich ist, losgelassen werden muss. Wenn du jetzt aber versuchst, an allem, was du erkundest, festzuhalten, und es nicht loszulassen, aus deinem Leben verschwinden zu lassen. Ja, wo landest du dann? Ich würde sagen, das sind so Messi-Qualitäten, ob jetzt im Äußeren oder im E-Mail-Posteingang. Ja, da muss ich auch gestehen, da könnte ich auch besser werden. Mir fällt es schwer, von Informationen loszulassen. Ist ja alles so interessant. Könnte ich ja irgendwann noch gebrauchen. Nein, auch da müsste ich aufräumen. Saturn steht für das Aufräumen, für das Loslassen, auch von Informationen, die nicht wirklich von Bedeutung für dich, dein Leben, dein Königreich, deinen Weg, deine Entwicklung sind.
Und ein guter Forscher macht genau dies. Er erkundet, okay, ist das etwas für mich? Nein, ist es nicht. Weg damit. Dann erkundet er das nächste. Ist das etwas für mich? Nein, ist es nicht. Weg damit. Und das ist für den Merkur ganz normal. Das heißt, beim Erkunden ist auch immer diese Saturn-Qualität mit im Spiel, dass das aussortiert wird, was nicht zu einem gehört. Außerdem hilft der Merkur dabei zu akzeptieren, dass nicht alle Möglichkeiten, die da draußen in der Welt gegeben sind, das sind unendliche Möglichkeiten, unendliche Wege, unendliche Mittel, unendliche Informationen, aber nicht alle davon sind passend für einen selbst. Das bedeutet, auch hier müssen wir uns trennen, kommt Saturn ins Spiel. Wir müssen uns von allem trennen, was nicht für uns, für unsere Entwicklung, unser Leben passend ist. Und selbst wenn es vielleicht mal früher gut für dich war und zu dir gepasst hat, aber heute, da wo du jetzt heute stehst und du bist ein anderer Mensch geworden, deine Umstände haben sich verändert, dann ist das Alte, was früher einmal gut und wichtig für dich war, heute nicht mehr unbedingt wichtig. Und da hilft es zu akzeptieren, okay, es hatte seine Zeit, es hatte seinen Raum, es hatte seinen Platz, das hat sich heute verändert, es passt jetzt nicht mehr, ich lasse es ziehen oder nehme eine Pause davon, nehme Abstand davon. Also Saturn kann entweder ein komplettes Loslassen anzeigen oder auch mal eine Pause von etwas, was auch immer das sein mag, eine Pause nehmen, mal abschalten davon. Und dann kann es ja immer noch in einem späteren Lebensabschnitt wieder wichtiger werden. Merkur und Saturn werden beide mit Vishnu in Verbindung gebracht. Das ist ja eine der drei wichtigen Gottheiten in Indien. Vishnu ist ja der Erschaffer, nicht der Erschaffer, der Erhalter von allem, was ist. Und wenn alles letztlich aus Vishnu kommt, oder drücken wir es anders aus, wenn letztlich alles, was es gibt, von Gott geschaffen wurde, und egal ob jetzt mein Bruder oder meine Schwester oder mein Freund oder mein Arbeitskollege oder wer auch immer oder sogar irgendein fremder Mensch da draußen, wenn der jetzt etwas hat, was ich nicht habe, wenn doch letztlich alles aus Gott kommt, auch jeder Mensch aus Gott kommt und letztlich wir alle eine große Familie sind, von dem einen Urschöpfer geschaffen wurden, wie kann ich dann einen Mangel empfinden oder von etwas getrennt werden, wenn doch letztlich alles wieder in der Familie bleibt? Also diese Vishnu-Philosophie als Lebenssicht sich anzueignen, um zu erkennen, dass alles aus der gleichen Quelle kommt und dass wir alle eine Familie sind, weil wir auch alle aus der gleichen Quelle kommen, selbst wenn wir jetzt hier unterschiedliche Rollen spielen und nicht unbedingt aktuell eine Blutsfamilie sind, so kommen wir trotzdem aus der gleichen Quelle. Und ob jetzt mein Bruder oder meine Schwester oder irgendein fremder Mensch da draußen sich an irgendetwas erfreut, was ich vielleicht im Moment nicht habe, okay, dann kann ich mich doch mit diesem Menschen mitfreuen, dass er das nutzt, was unser Vater uns allen zur Verfügung gestellt hat. Wir empfinden meistens ein Problem oder Leiden, wenn wir einen Mangel empfinden. Wenn wir aber jetzt keinen Mangel mehr sehen, weil ja eine große Familie da ist, die alles, was der große Vater uns zur Verfügung gestellt hat, nutzen kann, ja, dann kann ich mich mitfreuen. Das habe ich mal im Buddhismus gelesen, das war sehr schön. Wenn jemand ein Problem mit Neid hat, dann soll er das ersetzen mit Mitfreude. Und das fällt umso leichter, wenn wir uns als eine große Familie sehen, die alle Werkzeuge, Möglichkeiten nutzen, die uns der eine Vater zur Verfügung gestellt hat. Merkur ist des Weiteren offen für
neue Optionen, für neue Möglichkeiten. Und es ist immer so, wenn du einen neuen Weg gehen möchtest, beschreiten möchtest, sagen wir, du bist gerade auf dem Weg vom schönen Tölzer Land, du sitzt in deinem Auto und du fährst gerade nach München. So, und jetzt fährst du auf der Autobahn Richtung München und jetzt merkst du aber, hoppla, du bist jetzt doch verkehrt unterwegs, weil du wolltest ja eigentlich Richtung Garmisch. Du möchtest doch lieber ganz nah an die Berge und nicht nach München. Wenn du dich jetzt entscheidest für die neue Option, um nach Garmisch zu fahren, weil du doch jetzt lieber wandern gehen möchtest, zu Füßen der schönen Berge in Garmisch, dann musst du den Weg nach München verlassen. Du musst diesen Weg nach München beenden, verlassen, umdrehen, diesen Weg vergessen, weil sonst wirst du nicht den neuen Weg beschreiten können, um nach Garmisch kommen zu können. Das bedeutet auch, die Offenheit für neue Optionen bringt automatisch mit sich, dass etwas anderes beendet werden muss, dass etwas anderes losgelassen werden muss. Wenn eine Option genutzt werden will, dann kann gleichzeitig nicht eine andere Option, die in eine genau andere Richtung führt, gleichzeitig auch vorhanden sein. Gut, dann schauen wir uns den zweiten Freund vom Saturn an. Das ist die Venus. Wie kann die Venus dir helfen, das Leid zu verringern, welches Saturn jedem Menschen verursacht? Jeder Mensch hat einen Saturn im Horoskop. Jeder Mensch empfindet Leid, mehr oder weniger, auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt aber keinen Menschen, der kein Leid empfindet. Wenn es so jemanden schon gibt, dann ist es ein, ja, vollendeter Mensch und entweder dient er dann als ein großer Meister hier auf der Erde oder er geht weg von diesem Planeten, weil hier haben wir mehr oder weniger Leid zu erfahren aufgrund des Schicksals, welches ebenfalls von Saturn angezeigt wird. Was können wir aber tun, um ein Stück weit dieses Leid zu verringern? Das eine ist, dich auf Merkur seine Themen zu fokussieren, er hilft, oder jetzt eben auch dich auf die Venus dabei zu fokussieren. Für was steht die Venus? Die Venus steht für den Wert. Alles hat einen Wert, alles hat einen Preis hier. Und wenn jetzt etwas aus deinem Leben geht, aus deinem Leben genommen wird, aus deinem Leben ausscheidet oder vorübergehend mal nicht zur Verfügung steht, sei es ein Arbeitsplatz, ein Wohnort, Freunde, ein Partner, eine Partnerin, Kinder, andere Familienmitglieder, was auch immer es ist, was geht oder vorübergehend nicht zur Verfügung steht. Anstatt dem nachzutrauern, ist es besser, die Venus in Anwendung zu bringen, um zu schauen, okay, was für neue Wege, was für neue Möglichkeiten für mein Leben, für meine eigene Entwicklung, was für neue Chancen, die auch einen Wert haben für mich und mein Leben, für meine Entwicklung, tun sich dadurch auf. Wie oft passiert es, wenn zum Beispiel, ich sag mal, früher in den mehr noch traditionell behafteten Ehen, wo die Frau viele, viele Jahrzehnte für die Kinder da war, für den Mann da war. Und ja, plötzlich kommt das zu einem Ende. Der Mann ist vielleicht nicht mehr. Und plötzlich tun sich ganz neue Möglichkeiten für die Frau auf, dass sie überlegt, klar, natürlich, es ist traurig, es ist furchtbar, es tut weh, doch es tun sich plötzlich neue Möglichkeiten auf. Vielleicht kann sie endlich die Ausbildung nachholen, die sie abgebrochen hatte, wo sie sehr jung geheiratet hat oder gleich die ersten Kinder kamen. Oder es gibt ein Hobby, was sie liebt, dem sie sich jetzt intensiver widmen kann. Oder hat sie sich schon immer zu etwas berufen gefühlt, was aber hinten angestellt wurde aufgrund der Familie, was ja auch absolut in Ordnung ist. Doch jetzt ist das ja nicht mehr. Und jetzt kann sie diese andere Inspiration ausleben. Das heißt, es tun sich neue Dinge auf und den Wert in diesem neuen oder in diesem Raum, in diesem
Feld, was jetzt anderweitig freigemacht wurde, den Wert dieses offenen Raumes zu erkennen, um diesen offenen Raum jetzt mit etwas Wertvollem zu füllen, das ist die Chance, die ja auch eine Trennung oder eine vorübergehende Auszeit mit sich bringt. Und den Blick darauf zu richten, kann besonders wertvoll sein. Der Saturn ist erhöht in der Waage, das heißt im Zeichen der Venus. Die Venus bzw. die Waage steht für Handel. Also eine Waage, wir haben zwei Waagschalen, wir legen im Markt jetzt zum Beispiel, früher war das so auch in Rumänien, meine Oma hat mir erzählt, dass sowohl meine Oma als auch ihre Mutter, meine Urgroßmutter, sind dann mit ihren Produkten, die haben auch selber Milch hergestellt und Butter hergestellt. Wir ja, kommen aus einem Dorf in Siebenbürgen und diese Produkte, die sie erzeugt haben auf ihrem Bauernhof, die haben sie dann auch in die nächstgrößere Stadt gebracht, nach Mediasch, um sie zu verkaufen. Und früher wurden ja ganz oft diese Wagen verwendet. Da wurde das Produkt auf die eine Seite getan und auf die andere Seite kamen verschiedene Gewichtseinheiten drauf, um zu sehen, ja, wie viel wiegt dieses Produkt. Und anhand dessen wurde dann der Preis ausgemacht und das Produkt wurde verkauft. Das heißt, ein guter Saturn funktioniert so, dass er etwas, was für ihn, und das ist ganz individuell, es gibt hier keine allgemeinen Regeln, das musst du für dich bewerten, dass du etwas in deinem Leben loslässt, um dafür etwas Neues zu bekommen, was einen größeren Wert für dich persönlich hat, wie das, was du hast gehen lassen. Und wenn du das tust, wenn du, egal was auch immer das ist, etwas von weniger Wert gehen lässt, um den frei gewordenen Platz mit etwas zu ersetzen, was wertvoller für dich ist, dann kannst du dir selber ausrechnen, wo du ankommen wirst. Dein Leben wird mit der Zeit immer mehr an Wert gewinnen. Für dich ganz persönlich. Weil du bereit bist, das, was weniger Wert für dich hat, gehen zu lassen. Hier haben wir das Beispiel, worüber wir gestern schon gesprochen haben, und zwar ist es das Horoskop vom Einstein. Ja, er hat einen gefallenen Saturn. Ja, er steht in Mars, seinem Zeichen. Dadurch wird er auch erschöpft. Jedoch steht sein Saturn auch mit beiden Freunden im gleichen Haus zusammen. Der obere orange Pfeil links zeigt auf die Venus. Der untere orange Pfeil zeigt auf den Merkur. In der Mitte hast du den Saturn. Beide Freunde stehen im gleichen Haus mit ihm zusammen. Dadurch volle Punktzahl, 60 Punkte durch die Venus, 60 Punkte durch den Merkur. Also er hat ganz, ganz viel Unterstützung erhalten und er war ja Physiker und auch Forscher und hat vieles herausgefunden. Und das ist der Merkur, damit er bei den Informationen landen konnte, die für ihn relevant und wichtig waren, musste er vieles ausprobieren und im Rahmen dieses Ausprobierens musste er natürlich auch vieles, was für ihn nicht passend war, und seine Arbeit gehen lassen. Außerdem wusste er, wenn Situationen sich im Leben ergeben, die nicht gut für ihn sind, dass er dann nach anderen Optionen suchen muss, die besser für ihn sind. Ein Beispiel, als der Krieg kam, hat er dann auch eine andere Staatsbürgerschaft angenommen als wie die deutsche oder ist auch in andere Länder gezogen, weil das dann besser war für ihn und seine Arbeit und sein Leben. Er hat insgesamt, glaube ich, 4 Staatsbürgerschaften gehabt in seinem Leben. Also konnte er gut abschätzen, wo kann ich noch ein gutes Leben haben. Was ist wertvoller für mich? Aber dadurch war er auch immer bereit, das Alte, was jetzt nicht mehr so einen hohen Wert für ihn hatte, loszulassen.
und das war der gute Venus-Einfluss, der ihm dabei geholfen hat. In der rechten Tabelle unten siehst du, auf der linken Seite der obere orange Pfeil zeigt auf den Merkur, der untere orange Pfeil auf die Venus, die Spalte mit dem lila Pfeil oben, das ist der Saturn. Und so sehen wir beide Male, dort steht ein Y. Y ist immer die Abkürzung für eine Konjunktion, wenn Planeten im gleichen Haus zusammenstehen. Und eine Konjunktion ist immer die volle Punktzahl, also 60 Punkte. Das heißt, obwohl sein Saturn natürlich auch erschöpft wird durch den Mars, durch die Hausposition, so bekommt er doch ganz schön viel Hilfe durch beide Freunde mit der vollen Punktzahl, so dass diese Freunde ihm gewiss geholfen haben, sein Leid verringern zu können. Zum Schluss wollen wir reflektieren, wie das bei dir aussieht. Was musst du dafür prüfen? Zum einen schaue nach in deinem Horoskop-Basisausdruck, ob die Venus oder der Merkur mit deinem Saturn im gleichen Haus zusammenstehen, so wie das jetzt bei Einstein der Fall war. Wenn, dann gibt das die volle Punktzahl 60 Punkte eine sehr starke Unterstützung. Sie können auch aspektieren, also Merkur oder Venus können auch aspektieren. Da kann die Punktzahl natürlich variieren zwischen 0 bis 60 Punkte. Der Saturn kann sich ebenfalls im Zeichen Zwillinge, im Zeichen Stier, im Zeichen Jungfrau oder Waage befinden. Auch dann gilt das Gleiche. Im Zeichen Zwillinge oder Jungfrau hilft der Merkur, im Zeichen Stier oder Waage hilft die Venus. Auch das ist natürlich sehr, sehr gut für deinen Saturn, so dass dadurch dein Leid verringert werden kann. Und wie ich anfangs schon sagte, selbst wenn dies nicht gegeben ist, dann tue einfach so, als ob. Tue so, als ob der Merkur deinem Saturn helfen würde oder tue so, als ob die Venus deinem Saturn helfen würde und eigne dir das an, worüber ich vorher gesprochen habe, denn dadurch wirst du dir helfen, dass dein Saturn besser funktioniert. Dadurch wirst du in die Lage versetzt, dass du besser mit Trennung, Pausen, Abstand, Loslassen, Distanz, ja, karmische Themen, die Saturn einfach mit sich bringt, dass du damit besser umgehen kannst. Gut, damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Das war jetzt heute ein etwas längeres Video, ja, weil ich doch diese zwei Planeten zusammen in ein Video gepackt habe. Weil morgen wollen wir uns noch weitere Möglichkeiten anschauen, wie deinem Saturn geholfen werden kann. Zum einen ist das, wenn dein Saturn von Haus aus stolz ist, weil er sehr, sehr stark ist, oder weil er mit dem Jupiter im gleichen Haus zusammensteht. Doch dazu morgen mehr. Solltest du deinen Horoskop-Basisausdruck noch nicht haben, wo du das nachprüfen kannst, was ja, ich über Saturn gesagt habe, ob er durch Merkur oder Venus zum Beispiel beeinflusst wird, dann siehst du hier den Link eingeblendet, unter dem du ihn anfordern kannst. Diesen Link findest du auch unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal und so siehst du sofort, sobald ein neues Video veröffentlicht wird. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Und bis morgen.